Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie recht herzlich erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir hatten ja in der letzten Predigt dieser Serie gesehen, wie Gott den Menschen schuf und wie er dann den Sabbat schuf und wie dadurch die Neuherstellung der Erde vollendet wurde. Und wir möchten noch einmal kurz 1. Mose Kapitel 2 lesen. Da heißt es, angefangen in Vers 1, und so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke. Schauen Sie nicht bereits am sechsten Tage, was am siebenten Tag geschah, gehörte mit hinzu. So vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage. Und wie wir gesehen hatten, nicht weil er sich ausruhen musste, weil er müde geworden war, sondern er tat dies, um uns ein Beispiel zu setzen, um dem Menschen ein Beispiel zu setzen. Denn Christus sagte später ja, dass der Sabbat um des Menschen willen geschaffen wurde. Also er ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete, Vers 3, den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Und später in den 10 Geboten lesen wir, dass wir eben ruhen sollen, wie Gott geruht hat am siebenten Tag, am Sabbat. Er hatte also den Sabbat gesegnet. Und nun lesen wir in Vers 4 in der Lutherbibel, so sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Nun, das ist etwas unglücklich formuliert. Wenn wir uns die Elberfelder Bibel anschauen, dann heißt es hier, dies ist die Entstehungsgeschichte, Vers 4. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Aber auch das ist unglücklich formuliert. Und so wird auch in der Anmerkung gesagt, dass das Wort für Entstehungsgeschichte auch die Bedeutung hat von Nachkommen, Geschlechterfolge oder Entstehungsgeschichte. Geschlechterfolge ist eigentlich eine bessere Übersetzung. Es gibt nämlich im Alten Testament, im ersten Buch Mose, 12 Stellen. 12 Stellen, die, wenn man sie richtig übersetzt hätte, alle sagen, das ist die Geschlechterfolge. Und es wird dies 12-mal erwähnt. Und das ist die erste Stelle, wo dies so dargestellt wird. Und dann lesen wir weiter, was hier im ersten Buch Mose geschrieben steht, im zweiten Kapitel und Vers 5. Und bevor wir dies lesen, möchte ich kurz auf etwas hinweisen. Einige sogenannte biblische Kritiker wollen uns sagen, dass ein Widerspruch besteht zwischen dem, was im ersten Buch Mose Kapitel 1 geschrieben steht und was hier im zweiten Kapitel geschrieben steht, dass dies eine zweite Schöpfungsgeschichte sei, die, wie ich sagte, widersprüchlich ist zu dem, was im ersten Buch Mose Kapitel 1 beschrieben wird. Und sie gehen sogar so weit zu sagen, dass dies beweisen solle, dass Mose zum Beispiel die Bibel oder vielmehr die ersten Bücher gar nicht geschrieben hat, dass dies Schriftgelehrten waren und einige Schriftgelehrten hätten eben das erste Kapitel verfasst und andere Schriftgelehrten hätten eben das zweite Kapitel verfasst. Nun, das ist von daher schon falsch, weil Jesus Christus später im Neuen Testament klar und deutlich sagt, dass es Mose war, der alles dies geschrieben hat und nicht ein Schriftgelehrter hier und ein Schriftgelehrter dort. Und wenn wir uns jetzt diese Stelle anschauen, in 1. Buch Mose Kapitel 2, dann sehen wir, dass gar kein Widerspruch besteht, wenn man dies richtig begreift. Sie können auch heute Romane, Novellen lesen und manchmal haben sie eine Rückblende. Da wird nochmal etwas erzählt und vielleicht mit mehr Details versehen, was vorher bereits geschehen war. Und genau dies ist hier auch der Fall. Es heißt nämlich hier in Vers 5, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn der Herr, Gott der Herr, und wie ich sagte, das ist das erste Mal hier, dass hier der Ausdruck Gott der Herr erwähnt wird, Yahweh. Vorher war von Gott die Rede und der Ausdruck war Elohim, eine Familienbezeichnung. Aber hier wird jetzt speziell auf Gott den Herrn angesprochen und das ist kein anderer als Jesus Christus, der Herr des Neuen Testamentes. Wir lesen ja, dass Gott der Vater alles durch den Herrn Jesus Christus erschaffen hat. Und so lesen wir hier, denn Gott der Herr, kein anderer als Jesus Christus, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Vers 6, aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Nun, wie ist das zu verstehen? Wie ist das zu verstehen? Wird hier gesagt, dass der Mensch bereits existierte, bevor Gott
zum Beispiel hier das Kraut auf Erden machte. Und im ersten Buch Mose Kapitel 1 lasen wir allerdings, dass nun das Kraut weitaus früher gemacht wurde. Am dritten Tage bereits. Es besteht hier ein Widerspruch. Keineswegs, wenn wir uns genau anschauen, was hier gesagt wird. Ich habe hier einige Kommentare vor mir liegen. Und zum Beispiel hier ist der Kommentar von Barnes, Notes on the Bible. Das ist natürlich hier in Englisch. Ich versuche ein bisschen hier ins Deutsche zu übertragen. Und er schreibt, es geht hier gar nicht um alle die Pflanzen, die am dritten Tage erschaffen worden sind. Es wird hier gesagt, dass es die, wenn wir uns das genau jetzt anschauen, dass es die Sträucher auf dem Felde waren, die noch nicht existierten. Und selbst das wird nicht so gesagt, sondern alle Sträucher auf dem Felde existierten noch nicht. Und dann heißt es hier, das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Und wie diese Kommentare hier, wie Barnes, Notes on the Bible, ausführen, und ich habe einen anderen Kommentar, der Kyle and Delitzsch Bibelkommentar des Alten Testamentes, der schreibt, dass es eigentlich hier eine Bezeichnung ist, eine Beschreibung ist im Hinblick auf das Paradies. Denn wir lesen später, dass Gott den Menschen in diesen Garten Eden setzte, den er machte. Und es geht hier darum, dass die Pflanzen, die im Paradiese sein würden, noch nicht in diesem Sinne existierten. Es ist ja kein Widerspruch zu dem, was im ersten Kapitel beschrieben steht, aber es geht hier darum, dass es lediglich, wie ich sagte, um alle die Sträucher auf dem Felde geht, nicht auf der Erde. Ein total anderes Wort wird da gebraucht, in 1. Buch Mose Kapitel 1. Und es heißt, und es war noch nicht all das Kraut auf dem Felde vorhanden. Auch hier wiederum, das Wort Feld ist nicht das gleiche wie das Wort Erde. Ein total anderes Wort. Und interessant ist auch, dass ein weiterer Widerspruch angeblich sehr leicht aufgeklärt werden kann, auf den wir gleich noch näher zu sprechen kommen werden, nämlich die Tatsache, dass der Mensch, Adam, am sechsten Tage erschaffen wurde und dass dann alle Tiere zu ihm gebracht wurden, die er benennen sollte, und man fand kein Tier, das zu ihm passen würde, und dann erschuf Gott Eva. Und dann sagte man, ja, das kann ja gar nicht sein, denn Adam hätte ja niemals genug Zeit gehabt, alle Tiere zu benennen. Und Eva wurde dann erschaffen, auch noch am sechsten Tag. Nun, das Problem ist, dass hier auch wiederum nicht deutlich unterschieden wird und nicht das beachtet wird, was hier gesagt wird. Dieser Kommentar von Kyle and Delitzsch stellt nämlich fest, dass es hier gar nicht um alle Tiere geht. Es geht hier nur um einige Tiere. Und zwar um die, die im Paradiese sein würden. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Jetzt fahren wir zunächst einmal fort zu lesen. In 1. Buch Mose Kapitel 2. Und zwar in Vers 7. Da heißt es, und da machte Gott der Herr, Jesus Christus, den Menschen aus Erde, vom Acker. Hier geht es zunächst einmal nur um Adam. Hier wird also jetzt erklärt, wie Gott den Menschen schuf. Wir hatten zunächst gelesen im ersten Kapitel, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf. Und das tat er auch. Aber hier wird näher jetzt erläutert, wie das geschah. Zunächst einmal schuf Gott Adam. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen, oder wie es besser übersetzt werden sollte, eine lebendige Seele. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Zuvor war er eben eine tote Seele. Und wir hatten ja gesehen, dass die Bibel nirgendwo lehrt, dass die Seele unsterblich ist. Und jetzt heißt es in Vers 8, nachdem also Gott zunächst einmal Adam erschaffen hatte, und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Vers 9. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde, aber wo? Nun, im Garten Eden. Allerlei Bäume, verlockend anzusehen, gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nun, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Denn das waren natürlich buchstäbliche Bäume, aber sie hatten auch sehr tiefe symbolische Bedeutung und haben dieselbe Bedeutung noch für uns heute. Und werden, genau verstanden, diese Bedeutung immer haben. In Vers 16 heißt es, Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage,
da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Auch hier lässt sich einiges erklären. Einige sagen, ja, aber Adam und Eva, die haben ja von dem Baum der Erkenntnis gegessen, die, die ein bisschen sich in der Bibel auskennen, aber Adam ist ja nicht am gleichen Tage noch gestorben. Also ist hier wiederum auch ein Widerspruch gegeben, sagen sie, denn Gott sagt, ja, an dem Tage, an dem du von diesem Baum essen wirst, da wirst du des Todes sterben. Nun, es gibt da verschiedene Erklärungen. Eine ist die, dass es im Hebräischen eigentlich nicht heißt, an dem Tage, wenn du von ihm isst, wirst du des Todes sterben, sondern an dem Tage, wenn du von ihm isst, wirst du beginnen zu sterben. Mit anderen Worten, dann ist die Entscheidung bereits getroffen, dass du letztendlich sterben wirst. Es ist auch interessant, dass die Bibel vielfach einen Tag mit 1000 Jahren vergleicht. Sie kennen ja vielleicht die Stellen in den Psalmen und auch im Petrusbrief, wo es heißt, dass bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre ist. Nun, wenn man das so sehen will, dann stellt man fest, dass Adam 930 Jahre alt wurde, also noch innerhalb des ersten 1000-jährigen Tages starb. Denn nach den 930 Jahren starb er. Jetzt lesen wir einmal weiter in 1. Buch Mose Kapitel 2, angefangen Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Oder die zu ihm passt, wie die Anmerkung hier in der Lutherbibel es sagt. Oder die ihm entspricht, könnte man auch sagen. Eine Gehilfin, die zu ihm passt, die ihm entspricht, die ihm gleich ist in diesem Sinne. Und nun ist es nicht so, dass jetzt Gott herumexperimentiert hätte, um zu sehen, ob es irgendwelche Tiere gab, die zu Adam passten. Nein, Gott wollte Adam zeigen, dass eben Tiere nicht in diesem Sinne zu ihm passten. Und so sagt er hier in Vers 19, und Gott der Herr machte aus Erde alle die, oder ja, Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde. Aber das waren jetzt die, schauen Sie, die Tiere auf dem Felde, die im Garten Eden sein würden. Und alle die Vögel unter dem Himmel, und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Also Gott brachte hier nicht Wale zu ihm, die vielen Tiere, die im Ozean lebten. Er brachte auch nicht wilde Tiere zu ihm, Tiere, die man heute als wild bezeichnen würde. Schauen Sie, wer zu dem Menschen gebracht wurde, Vers 20. Und der Mensch gab einem jeden Vieh. Das sind also so, möchte ich einmal sagen, so die gezähmten Tiere, die man heute so vielleicht auf Bauernhöfen um sich hat. Er brachte also das Vieh zu dem Menschen. Und der Mensch gab dem Vieh und dann Vögel unter dem Himmel und die Tiere auf dem Felde. Auch nicht hier Tiere in Gegenden, die für Menschen möglicherweise gar nicht zugänglich sind. Es ging alles um Tiere, die im Garten Eden sein würden. Die gab er, oder denen gab er den Namen. Und das konnte er ohne weiteres tun in der Zeit, die ihm zustand. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Und da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Nun, einige lehnen das natürlich total ab und sagen, das ist ja doch Unfug. Gott hat auf keine Weise den Menschen so oder vielmehr die Frau so erschaffen. Aber sie glauben dann eher an die Evolutionslehre, dass also alle Menschen sich aus Amöben, aus einer schleimigen Ursuppe entwickelt haben sollen. Da glauben sie eher daran, als das zu akzeptieren, was Gott hier schreibt. Warum sollte das so unmöglich sein? Zunächst einmal erschuf Gott den Menschen aus dem Acker, wie es heißt, aus dem Boden. Und er sagte auch, wenn der Mensch stirbt, er wird wieder zu Staub werden, aus dem er genommen wurde. Und dann vollführt Gott hier eine Operation. Er nimmt eine Rippe, das hat natürlich auch sehr tiefe symbolische Bedeutung. Er nimmt diese Rippe von Adam und er baut aus dieser Rippe eine Frau. Na, warum sollte das nicht möglich sein? Warum sollte das unmöglich sein, für Gott so etwas zu tun? Aber die tiefe symbolische Bedeutung wird hier jetzt zum Ausdruck gebracht in Vers 23. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein
Er wusste das, er erkannte das. Und das ist doch Fleisch von meinem Fleisch. Deswegen war die Frau das Gegenüber des Mannes, das zu ihm passen würde. Und man wird sie Männin nennen, schreibt Luther hier, weil sie vom Manne genommen ist. Nun, das muss man irgendwie im Deutschen so ausdrücken, denn im Hebräischen liegt ein Wortspiel vor. Und die Anmerkung sagt hier, Luther versucht mit Männin und Mann ein hebräisches Wortspiel wiederzugeben. Nun, die Elberfelder Bibel, die hat hier folgende Anmerkung. Zunächst einmal übersetzen sie, Vers 23, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Manne ist sie genommen. Und dann heißt es hier in der Anmerkung, es ist dasselbe Wort wie Frau in Vers 22 und Vers 24. Im Hebräischen ist das Wort für Frau dem für Mann, abgesehen von der femininen Endung, praktisch gleich. Es ist also fast das gleiche Wort. Und deswegen wird hier ein Wortspiel wiedergegeben, um zu zeigen, wie eng Mann und Frau zusammengehören. In der Mengebibel heißt es in 1. Mose Kapitel 2, zunächst einmal heißt es in Vers 18, hierauf sagte Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, dass er alleine ist, ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt oder ihm zur Seite stehe. Aber es geht eben um die richtige Hilfe. Es ging nicht darum, dass der Mann jetzt für Zeit seines Lebens mit einem Tier Umgang haben sollte. Auch das widerspricht von daher auch ganz der Idee der Evolution. Denn die Evolutionslehre geht ja davon aus, dass der Mann letztendlich das Produkt einer Vereinigung von Tieren ist. Aber Gott sagt deutlich später in der Bibel, dass so etwas nicht geschehen soll. Das nennt man Bestialität. Ein Mensch soll keinen Umgang haben, sexuell gesehen, mit Tieren. Und dann heißt es aber später noch in der Mengebibel, in Vers 23, da rief der Mensch aus, diese endlich ist es, Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Manne ist diese genommen. Und auch hier schreibt die Mengebibel in der Anmerkung, im Hebräischen liegt ein Wortspiel vor, ich, I-S-C-H ist Mann, und ich, Scha, also I-S-C-H, und dann wird dann noch S-C-H-A hinzugefügt, ist Frau. Also wir sehen hier dieses Wortspiel, was im Deutschen schlecht wiederzugeben ist. Mann und Männin ist interessant, nur wird heute natürlich die Frau nicht mehr Männin genannt. Aber im Hebräischen liegt dieser Vergleich nach wie vor. Und so wird eben das hier versucht zum Ausdruck zu bringen. Nun wird gesagt, und wir hatten das gelesen, dass der Mensch von allen Bäumen im Garten essen könne, und dass er aber nicht vom Baum der Erkenntnis essen dürfe. Bevor wir darauf eingehen, lesen wir noch weiter in 2. Mose 2 und Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mann oder der Mensch, und sein Weib, das Wort Mann oder Mensch, Adam, das gleiche. Und sie schämten sich nicht. Hier wird also in diesem Kapitel beschrieben, wie es zur Erschaffung des Menschen kam. Und es wird der Garten Eden uns vor Augen geführt, in den der Mensch gesetzt wurde. Und es wird hier von den beiden Bäumen ganz spezifisch gesprochen. Dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und dem Baum des Lebens. Und von allen Bäumen durften die Menschen essen, inklusive dem Baum des Lebens, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Nun, was hier zum Ausdruck kommt, bevor wir auf diese beiden Bäume eingehen, ist etwas sehr Wichtiges. Wir hatten gelesen, dass nachdem Gott den Menschen erschaffen hatte, und zwar als Mann und als Frau, da hat er gesagt, alles, was er getan hatte, war sehr gut. Jetzt wird hier gesagt, dass Gott den Menschen im Zustand der Nacktheit erschuf. Gott hätte den Menschen sicherlich auch in anderer Weise erschaffen können. Aber er erschuf ihn nackt. Schauen Sie,
unbekleidet. Und dann heißt es hier, und sie schämten sich nicht. Schauen Sie, hier ist eine Ehe vollzogen worden. Christus sagt später, dass es im Anfang so gewesen ist, dass der Mann und die Frau zusammen eine Einheit bilden sollten. Sie sollten ein Fleisch sein. Das bezieht sich auf die Tatsache, dass die Frau dem Manne gleich war in diesem Sinne, das Gegenüber, die Hilfe, die zu dem Mann passt, vom Charakterlichen her, vom Geistigen her, aber es geht eben um auch den sexuellen Kontakt, den sexuellen Verkehr. Vielfach, wenn die Bibel von einem Fleisch spricht, die zwei sollen ein Fleisch sein, geht es um Sexualverkehr. Paulus spricht später davon, dass wir nicht unsere Glieder, die heilig sein sollen, zu Gliedern machen sollen, die wir einer Hure geben, einer Prostituierten. Und er sagt, denn dann werdet ihr mit ihr ein Fleisch sein. Schauen Sie, es geht hier nicht nur um den geistigen Aspekt. Es geht hier darum, dass der Sexualverkehr in der Ehe und die Nacktheit in der Ehe von Gott als sehr gut bezeichnet wurde. Aber etwas geschah, das wird im dritten Kapitel näher beschrieben, dass auf einmal das Schamgefühl sich entwickelte. Was geschah? Dieses Schamgefühl kam nicht von Gott, denn Gott sagt hier eindeutig, sie schämten sich nicht und das war sehr gut. Es gibt eine Religion, und die gibt es schon seit vielen, vielen Jahrhunderten von Jahren, die uns sagt, dass der Sexualverkehr, sexuelle Betätigung in der Ehe schlecht ist. Dass man sich dieser sexuellen Betätigung in der Ehe schämen müsse. Diese Religion sagt uns, dass das Fleisch an und für sich befleckt ist. Und dass von daher nichts, was fleischlich ist, in diesem Sinne gut sein kann. Nun, die Gnostiker lehrten dies zur Zeit des Johannes, zur Zeit des Paulus. Und die lehnten von daher auch die Idee ab, ich habe das kürzlich in einer anderen Predigt zum Ausdruck gebracht, dass Christus, der Herr des Alten Testamentes, der Gott war, der seit Ewigkeit Gott gewesen war, überhaupt Fleisch werden konnte. Und die sagten, dass er nach wie vor Gott war, das allmächtige Gottwesen, als er hier auf Erden lebte. Aber er hatte so einen Mantel umgetan, der Menschlichkeit sozusagen. Aber er war nicht wirklich ein Mensch. Und schauen Sie, Johannes sagt später, dass dies die Lehre des Antichristen ist. Die Lehre des Antichristen, die uns sagt, dass Christus kein Mensch wurde. Dass Christus nicht in das Fleisch kam, im Fleische kam. Aber er kam im Fleisch. Er kam in das Fleisch, der Römerbrief sagt uns sogar in das sündige Fleisch, um eben die Sünde im Fleisch zu überwinden, um eben sterben zu können. Denn Gott als Geistwesen kann ja nicht sterben. Um 3 Tage und 3 Nächte lang im Grabe sein zu können. Und viele der sogenannten orthodoxen Christenheit, die haben ja heute oder in der nahen Zukunft das Osterfest vor sich, und sie meinen, dass Christus an einem Karfreitag gekreuzigt wurde und an einem Ostersonntag auferstand. Schauen Sie, wenn Christus 3 Tage und 3 Nächte im Grabe lag, dann kann er nicht an einem Freitag gekreuzigt worden sein und an einem Sonntag auferstanden. Diese Idee ist bereits auch schon verkehrt. Und Jesus Christus sagte, das ist das einzige Zeichen, dass ich der Messias bin. Dass ich 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein werde, wie Noah 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war. Aber diese Religion, von der ich spreche, die lehnt das sowieso ab. Und die sagen, ja, der Christus, der war ja gar nicht tot, als er am Kreuz starb, in Anführungszeichen. Da ging er dann zu den Geistern in der Unterwelt und hat denen gepredigt. Also er war gar nicht tot. Das ist die Lehre des Antichristen. Die leugnet, dass Christus ein Mensch war. Die leugnet, dass Christus gestorben ist. Die Idee, die dahinter steht, ist eben die, dass das Fleischliche in irgendeiner Form befleckt ist. Und so ist es ja auch in der Tat so, dass es eine sehr große Religion gibt und viele, die sich dieser Religion untergeordnet haben, lehren das auch mehr oder weniger, dass die Tatsache, dass Maria Jesus zur Welt brachte, eine unbefleckte Empfängnis war. Das wird ja so genannt.
eine unbefleckte Empfängnis, weil sie eben keinen Sexualverkehr hatte mit Adam oder irgendeinem anderen Menschen, denn dann wäre sie befleckt worden, wird gelehrt. Auch hier wiederum die Idee, dass Sexualverkehr in der Ehe in irgendeiner Form befleckt ist. Und nicht nur das wird gelehrt, die Tatsache, dass Maria Christus in dieser Weise zur Welt brachte, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger wurde, hat mit der Idee der unbefleckten Empfängnis überhaupt gar nichts zu tun. Es geht darum, dass Gott durch den Heiligen Geist Christus in Maria erzeugte, weil Christus ja der Gott des Alten Testamentes war, die Persönlichkeit, die er bleiben würde, auch hier als Mensch, und die er dann wieder als ein Geistwesen werden würde, wenn er auferweckt würde. Darum ging es. Es ging nicht um eine unbefleckte Erkenntnis oder Bekenntnis oder Empfängnis. Und dann wird ja sogar noch behauptet, dass nachdem Maria Christus zur Welt brachte, sie weiterhin eine Jungfrau blieb, weiterhin unbefleckt blieb, keinerlei Geschlechtsverkehr mit Adam hatte. Denn wenn sie Geschlechtsverkehr mit Adam gehabt hätte, oder vielmehr mit Josef, dann wäre sie ja befleckt geworden. Und so wird auch weiterhin die Lehre der Bibel abgelehnt, dass Christus Brüder und Schwestern hatte, die er ganz eindeutig hatte. Und es werden irgendwelche merkwürdigen Ideen davor gebracht, dass das entweder Kinder aus Josefs erster Ehe gewesen seien oder dass das Cousins gewesen seien. Unfug! Ganz eindeutig wird gesagt, dass es sich bei Jakobus zum Beispiel um den Bruder Jesu Christi handelt. Der wird nachher auch so deutlich identifiziert. Paulus erwähnt ihn als den Bruder Jesu Christi und er spricht nicht nur in geistlicher Hinsicht. Aber schauen Sie, diese ganze Idee, die wird von Paulus verworfen. Paulus sagt nämlich, dass es sogar in der Endzeit noch Lehren geben würde, die den Menschen verbieten werden zu heiraten. Warum wohl? Weil sie eben die Auffassung haben, dass die Ehe zumindest nicht das Beste sei. Das ist zweitrangig. Und dann wird natürlich damit verbunden die Idee, dass man sich dadurch befleckt, wenn man Sexualverkehr betreibt in der Ehe. Und dann wird ja sogar gesagt, dass der einzige Grund des Sexualverkehrs in der Ehe der ist, dass man sich fortpflanzen solle. Das ist der einzige Grund, der uns erlaubt, gemäß dieser Religion, Sexualverkehr in der Ehe zu haben. Schauen Sie, es ist eigentlich eine unverantwortliche Lehre. Denn diese Lehre gebietet ja auch, dass man keinerlei Verhütungsmittel zu sich nehmen darf, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Nun, ich spreche nicht von Abtreibung. Abtreibung ist etwas, was sicherlich falsch ist, denn sie tötet ein bereits gezeugtes Lebewesen. Und der Mensch beginnt mit dem Zeitpunkt der Zeugung. Und wenn man ein Lebewesen abtötet, das bereits gezeugt worden ist, begeht man Mord. Darum geht es nicht. Es geht aber um die Verhütung. Die Tatsache, dass man eben nicht Kinder in jedem Augenblick, wenn man Sexualverkehr hat, zur Welt bringen sollte. Den Indern wurde gesagt, dass sie keine Verhütungsmittel zu sich nehmen dürfen. Von dieser Religion. Die einzige Verhütungsmethode, die anerkannt wird, ist die sogenannte Zyklusmethode, die ja sehr ungenau ist. Wo man dann also abzählt, wann man möglicherweise dann nicht so empfänglich ist. Auch das ist in gewisser Weise ja widersprüchlich, denn wenn man das ganz konsequent sehen sollte, dann dürfte auch diese Methode gar nicht mal anerkannt sein. Aber schauen Sie, die ganze Idee ist ja total verkehrt. Und Paulus sagt uns etwas sehr deutlich, das ist im Neuen Testament, er sagt uns, das Ehebett sei unbefleckt. Nicht nur die Ehe, das Ehebett, schauen Sie, ganz eindeutig wird hier auf den Sexualverkehr angesprochen. Aber es soll eben unbefleckt sein, in welcher Hinsicht? Nun, als Ehepartner dürfen wir natürlich keinen Ehebruch betreiben. Oder wie Paulus gesagt hatte, man kann nicht hinausgehen zu einer Hure, zu einer Prostituierten und mit der sexuellen Verkehr betreiben, denn dann wird man mit der ein Fleisch. Schauen Sie, darum geht es. Und natürlich, diese ganze puritanische Idee, die hat sehr viel Leid und Elend über uns gebracht, weil wir, auch wenn wir, sagen wir mal, in der
Kirche, die dieses alles lehrt, aufgewachsen sind und sich und uns nachher dann davon entfernt haben, so gewisse Ideen, die bleiben doch noch haften. Und vielleicht hat man immer noch nach wie vor, gerade auch als Christ, die Idee, dass irgendwie der Sexualverkehr in der Ehe ja doch vielleicht befleckt sei, schädlich sei, den solle man so nicht irgendwie durchführen. Und natürlich geht es dann auch um das Extrem, das andere Extrem. Nämlich, dass alles erlaubt ist, dass man sich mit jedem sexuell betätigen kann, außerhalb der Ehe, dass Ehebruch kein Problem mehr darstellt. Aber schauen Sie, Christus hat uns später gesagt, dass nicht nur derjenige, der Ehe bricht, der den tatsächlichen Akt begeht, sondern sogar wenn er die Ehefrau eines anderen mit lüsternen Augen anschaut, mit dem Begehren, sie zu besitzen, mit dem Begehren, Ehebruch mit ihr zu betreiben, der hat bereits schon Ehebruch betrieben in seinem Herzen. Warum? Weil wenn man eine solche Vorstellung hat und sich die Gelegenheit ergeben würde, man es auch ausführen würde. Denn letztendlich beginnt ja der Ehebruch im Herzen eines Menschen. Und natürlich gibt es heute auch viele, die meinen, sie müssten zunächst einmal in wilder Ehe leben. Die meinen, man müsste ja zunächst einmal ausprobieren, ob der Ehepartner auch wirklich zu einem passt, der zukünftige. Und so lebt man in wilder Ehe für mehrere Jahre hinweg und hat dann verschiedene Partner möglicherweise. Und dann stellt man fest, dass vielleicht niemand zu einem passt. Oder wenn man dann die Ehe eingeht mit einem dieser Partner, dann stellt man vielleicht Vergleiche an. Und dann denkt man vielleicht an die anderen Partner, die waren ja doch vielleicht besser. Oder man hätte vielleicht doch bei denen bleiben sollen. Schauen Sie, in wilder Ehe zu leben, ist Unzucht, gemäß Bibel. Eine Sünde. Die meisten Menschen lachen darüber heute, die sagen, ja, das tut doch jeder. Selbst die, die einer Kirche angehören, die davon ausgeht, dass die Ehe befleckt ist, die tun das und die sagen, ja, das geht das mich an, was so mir so von der Kirche gesagt wird. Ich gehe zwar sonntags in die Kirche, aber ich lebe so, wie ich es will. Schauen Sie, es ist nicht nur deshalb Sünde, weil die Bibel es verbietet. Es ist Unzucht. Es ist auch deshalb verkehrt, weil man eben diese Erinnerungen, diese Gedanken, diese ganze Tätigkeit mit hineinbringt in die Ehe. Wenn man ein Christ wird, nachdem man diese Dinge getan hat, dann muss man zu Gott um Vergebung bitten. Und wenn Gott vergibt, dann vergisst er. Für uns Menschen ist das vielleicht nicht so einfach, aber gleichwohl absolut erforderlich. Und so sollten wir auch Gott darum bitten, dass er uns die Erinnerung an das, was einmal geschehen ist, vor unserer Bekehrung wegnimmt. Und wissen Sie, Gott wird das tun. Es gibt da viele Beispiele, dass Gott das in der Tat tun wird, dass man Sünden begangen hat, und nachher kommt irgendjemand, der einen daran erinnert und man weiß schon gar nichts mehr davon. Man hat das total vergessen. Es ist aus dem Gedächtnis entschwunden. Wie kommt das? Nun, weil Gott einem diese Erinnerung weggenommen hat. Das so als Randbemerkung zu dem, was hier geschrieben steht. Denn wie gesagt, es geht darum, dass hier klar und deutlich gesagt wird, sie waren beide nackt. Nun, es geht hier natürlich um den Intimbereich der Ehe. Sie waren beide nackt. Und sie schämten sich nicht. So, was geschah nun? Dass auf einmal das Schamgefühl entstanden ist, dass so viele auch in der Ehe heute diese puritanischen, platonischen Ideen haben, die sogar meinen, selbst wenn sie verheiratet sind, dürfen sie keinerlei Sexualverkehr betreiben, sie müssen eine platonische Ehe führen, weil ja letztendlich da doch sonst eine Befleckung mit hineinspielt. Und einige gehen das gar nicht die Ehe ein. Viele Priester in einer bestimmten katholischen Kirche, die gehen gar nicht die Ehe ein, weil ja doch die Idee ist, dass das Zölibat die höchste Form des Lebens sei. Und die Ehen, die ist halt befleckt. Wir haben eine Broschüre verfasst mit dem Titel Menschliches Leid. Weshalb? Und wie lange noch? Und im zweiten Kapitel dieser Broschüre, und diese Broschüre ist auf unserer Webseite aufgeladen, Sie können sie dort lesen, Sie können sich auch die Broschüre herunterladen. Aber im zweiten Kapitel schreiben wir über diese beiden Bäume. Und ich möchte hier ein wenig aus dieser Broschüre vorlesen und dann ein paar Kommentare dazu abgeben, während wir uns diese Broschüre näher anschauen.
Denn wie ich sagte, diese zwei Bäume existierten wirklich. Der Garten Eden existierte, Adam und Eva existierten. Jesus Christus sagt später, dass Gott den Menschen schuf als Mann und Weib. Und es war eben Gott, der Herr, der dies tat, es war Jesus Christus. Und er konnte sich gut daran erinnern, dass er sie erschaffen hatte. Er konnte sich gut daran erinnern, dass er später mit Abraham verkehren würde. Er sagte ja, Abraham war froh, als er meinen Tag sah. Und dann sagten die Juden, du bist noch nicht mal 40 Jahre alt und du hast Abraham gesehen. Und darauf sagte Christus, ehe Abraham war, bin ich. Bin ich, ich bin, Yahweh. Die Bedeutung, ich bin, der ich bin. Er konnte sich gut daran erinnern, dass er mit Abraham zusammen war. Er konnte sich gut daran erinnern, dass Luzifer, Satan, versucht hatte, Gott, den Vater und auch Jesus Christus von seinem Thron zu stürzen. Denn er sagt später, ich sah den Satan fallen vom Himmel wie einen Blitz. Und so konnte er sich auch gut daran erinnern, dass er Adam und Eva erschaffen hatte. Und denken wir daran, wie er sie erschaffen hatte. In unserer Broschüre lesen wir Folgendes. Als Gott den ersten Menschen, Adam und seine Frau Eva, erschuf, da versetzte er sie in einen Garten, den Garten Eden bzw. das Paradies. In diesem Garten pflanzte Gott zwei besondere Bäume. Zum einen den Baum des Lebens, zum anderen den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott erlaubte ihnen, von allen Bäumen im Garten zu essen, außer dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Mensch hätte also vom Baum des Lebens essen können und auch sollen. Diese beiden Bäume hatten eine besondere symbolische Bedeutung. Sie standen für zwei verschiedene Lebensweisen. Vom Baum des Lebens zu essen bedeutete, Gott nachzufolgen und seinem Wort zu gehorchen und somit den Segen des Glücks, der Freude und des Friedens zu ernten. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen bedeutete, Gott nicht zu gehorchen und stattdessen auf Satan zu hören, ihm nachzufolgen, somit den Fluch des Unglücks, der Trauer, des Leids, des Krieges ausgesetzt zu sein. Gott stellte den Menschen frei, vom Baum des Lebens zu essen. Wenn er dies getan hätte, wäre ihm das kostenlose Geschenk des Heiligen Geistes von Gott und damit der Verstand und die Weisheit Gottes für eine richtige Lebensweise zuteil geworden. Wie wir gleich sehen werden, stand der Baum des Lebens symbolisch für die Gabe des Heiligen Geistes. Also Gott bot Adam und Eva an, den Heiligen Geist zu empfangen, wenn sie dies gewollt hätten. Dieser Heilige Geist, mit anderen Worten, das Essen von der Frucht des Baumes des Lebens, hätte eine Anzahlung, eine Garantie für das künftige ewige Leben beinhaltet und der Mensch wäre dann zur gegebenen Zeit in ein unsterbliches Geistwesen verwandelt worden. Adam und Eva sollten Gottes Absicht gemäß vom Baum des Lebens essen. Mit anderen Worten, am Heiligen Geist teilhaben und den Segen ernten, der damit einhergeht, wenn man bereits heute schon den Heiligen Geist als eine Anzahlung erhält. Und wir zitieren dann Sprüche 11 und Vers 30 und schauen wir uns diese Stelle einmal näher an. Sprüche 11 und Vers 30. Da heißt es, die Frucht der Gerechtigkeit. Und was ist Gerechtigkeit? Alle Gebote Gottes, heißt es, sind Gerechtigkeit. Die Frucht der Gerechtigkeit ist ein Baum des Lebens. Mit anderen Worten, der Heilige Geist, der Baum des Lebens und Gerechtigkeit gehen miteinander Hand in Hand. Aber Gewalttat nimmt das Leben weg. Gewalttat zerstört das Leben. Das bedeutet hier auch, dass das gute Beispiel einer göttlichen Lebensweise andere Menschen dazu veranlassen kann, diesem Beispiel zu folgen. Jemand, der die Lehre lebt und dadurch verbreitet, nicht unbedingt dadurch, dass er viel davon spricht, aber wie er lebt. Zum Beispiel, dass er ein Friedensstifter ist. Dass er nicht laufend im Krieg sich befindet mit anderen, kein Kriegstreiber ist. Wer also so lebt, wie Gott es von uns erwartet, der kann und wird auch in gewisser Weise andere dazu bewegen,
sich zunächst einmal mit dieser Haltung auseinanderzusetzen und dann möglicherweise vielleicht auch dieser Haltung zu folgen und das Leben zu ändern. Wir lesen ja, dass Christus später sagen würde, lasst euer Licht vor den Menschen scheinen, dass wenn sie eure guten Werke sehen, sie dann den Vater im Himmel dafür preisen werden. Schauen Sie, es geht nicht darum, dass sie uns preisen werden. Sie werden aber erkennen, dass wir gute Werke tun, selbst wenn wir verfolgt werden, selbst wenn wir von anderen denunziert werden, weil eben Gott uns hilft, dies zu tun, weil eben Gott in uns lebt. Und sie werden dann Gott dafür danken. In Sprüche Kapitel 13 und Vers 12 und vielleicht eben dann auch sich dazu animiert fühlen, Gleiches zu tun. In Sprüche 13 und Vers 12 lesen wir, Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Oder man kann auch übersetzen, macht das Herz krank, ganz buchstäblich. Kann dadurch Krankheit entstehen, physische Krankheit. Also Hoffnung, die sich verzögert, man hofft auf etwas, dass jemand zum Beispiel sein Versprechen erfüllt und uns das gibt, was er sagt, aber es dann nicht tut. Und dann kann man dadurch regelrecht krank werden. Vor allen Dingen, wenn es sich um jemanden handelt, dem man vertraut. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Wenn wir uns also etwas wünschen und dieser Wunsch wird uns erfüllt, das ist ein Baum des Lebens. Das erquickt einen. Das hilft einem. Und unser höchster Wunsch soll natürlich sein, die Auferstehung von den Toten zu erlangen. Schauen wir uns Sprüche Kapitel 15 und Vers 4 an. Also hier sehen wir, diese Stellen beziehen sich auf etwas Gutes, etwas Positives, auf eine gerechte Lebensweise. Der Baum des Lebens steht für all das, aber man kann dies an und für sich nicht tun oder erhalten, wenn Gottes Geist nicht in einem wohnt. In Sprüche Kapitel 15 und Vers 4, Sprüche 15 und Vers 4, eine linde Zunge oder eine heilende Zunge, wie es auch übersetzt werden kann, die ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Der Grund, dass eine linde oder heilende Zunge ein Baum des Lebens ist, liegt daran, dass unsere Worte dazu beitragen können, dass andere sich für den Lebensweg Gottes interessieren. Es wird uns ja gesagt, dass wir zu aller Zeit bereit sein sollen, Verantwortung oder eine Verteidigungsrede zu geben, wenn uns jemand fragt, für die Hoffnung, die in uns ist. Wir sollten also durchaus in der Lage sein, aus der Bibel beweisen zu können, warum wir glauben, was wir glauben. Und das kann andere natürlich dann auch dazu veranlassen, vor allen Dingen, wenn Gott sie ziehen möchte, sich darüber einmal Gedanken zu machen und letztendlich sogar zur Bekehrung zu gelangen. Schauen wir uns nun eine weitere Stelle in Sprüche Kapitel 13 und Vers 14, die mit dem Baum des Lebens im engsten Zusammenhang steht. Sprüche 13 und Vers 14. Da heißt es, die Lehre des Weisen, und der Weiseste von allen ist natürlich Gott. Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens. Zu meiden die Stricke des Todes. Die Quelle des Weisen ist eine Quelle des Lebens. Zu meiden die Stricke des Todes. Schauen Sie, es geht nicht um unsere eigenen Lehren. Es geht um die Lehren des Weisen. Es geht um die Lehren Gottes, die wir, wenn wir weise sind, akzeptieren. Und wenn wir diese Lehren verbreiten, wird das letztendlich dazu führen, dass Menschen, wenn sie diese Lehren akzeptieren, bewahrt werden vom Tod. Und ganz besonders vom ewigen Tod. Schauen wir uns Sprüche oder vielmehr Psalm 36 an, um zu sehen, wer letztendlich der Urheber der Quelle des Lebens ist. Wer dieser Weise ist, dessen Lehren wir verbreiten sollen. Psalm 36 und in Vers 10. Und diese Lehre, nebenbei gesagt, haben viel mit dem zu tun, was ich eingangs in der Predigt erwähnt habe. Wie wir uns sexuell verhalten sollen in der Ehe und außerhalb der Ehe. Das sind Lehren des Weisen. Nicht der Weisen dieser Welt, die ja nichts anderes sind als Narrheit bei Gott. Und so lesen wir in Psalm 36 und Vers 10, Psalm 36 und Vers 10, denn bei dir ist die Quelle des Lebens.
Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Also wenn wir Licht der Welt sein sollen, können wir es nur deshalb tun, weil wir im Lichte Gottes wandeln. Wenn wir die Lehren des Weisen, die eine Quelle des Lebens sind, verbreiten wollen, dann können wir es nur deshalb tun, weil wir diese Lehren von der Quelle des Lebens, Gott, erhalten haben. Und schauen Sie, der Heilige Geist wird oft mit lebendigem Wasser verglichen, der eben dieser Quelle des Lebens entspringt. Schauen wir uns einmal Johannes Kapitel 4 an. Eine berühmte Stelle, wo Christus mit der Frau am Brunnen spricht, dieser Samariterin. Und er sagt hier sehr interessante, bedeutende Worte, aber die Frau verstand ihn nicht und die meisten Menschen heute verstehen ihn nicht, weil sie eben nicht bereit sind, das zu akzeptieren, was die Bibel sagt. Aber in Johannes Kapitel 4, angefangen Vers 7, da kommt eine Frau aus Samarien, denn wir hatten gerade gelesen in Vers 6, dass er an dem Brunnen des Jakobs war und er war müde von der Reise und er setzte sich am Brunnen nieder, es war um die sechste Stunde. Christus war müde. Das auch wiederum zeigt, dass er ein Mensch war. Gott wird ja nicht müde. Und jetzt, als er jetzt hier also an diesem Brunnen sitzt, denn die Jünger, die waren ausgegangen, wie es heißt in Vers 8, in die Stadt, um etwas Essen zu kaufen, da kommt die Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Nun, er meinte dies jetzt nicht physisch, die Frau verstand dies nur physisch. Er sprach jetzt bereits schon in geistigen Dimensionen, um eine Lehre zu verbreiten. Die Lehre des Weisen, die eine Quelle des Lebens ist. Vers 9. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken? Du bist ein Jude und nicht eine samaritische Frau. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Da war schon eine gewisse Schranke vorhanden. Die Juden wollten mit den Samaritern nichts zu tun haben, nannten die Hunde. Und die Samariter auf der anderen Seite, die waren Juden, wenn es den Juden gut ging. Und die waren keine Juden, wenn es denen schlecht ging. Also da war schon Feindschaft vorhanden. Und so wundert sich jetzt die Frau, dass also Christus mit ihr spricht. Zunächst einmal, dass ein Mann mit einer Frau spricht, öffentlich. Das war auch damals nicht unbedingt so natürlich. Und dann ganz besonders, dass er als Jude mit einer Samariterin sprach. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht die Frau zu ihm, ja Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Also die verstand es natürlich nicht, dass das geistig zu verstehen war. Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Das ist physisches Wasser. Darum geht es nicht. Wer aber, Vers 14, von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Schauen Sie sich diese Bemerkung sehr genau an. Es geht natürlich hier, wie wir gleich sehen werden, um den Heiligen Geist. Wenn also der Heilige Geist in uns wohnt, dann wird das dazu führen, dass wir eine Quelle des Wassers werden, die aus uns ausströmt, in andere hineinströmt oder anderen entgegenströmt und die dann in das ewige Leben quillen wird. Schauen Sie, nicht nur für uns, auch für andere, die unserem Beispiel folgen und ebenfalls bekehrt werden. Und er spricht also hier von dem Heiligen Geist. Er sagt das gleiche im 7. Kapitel, Johannes 7, angefangen in Vers 37. Johannes 7 und Vers 37. Es geht hier um das Laubhüttenfest. Und den letzten Tag des Festes, den großen Tag. Und es war an diesem letzten Tag des Festes, Vers 37, der höchste war. Einige meinen, das sei der letzte Tag des Festes gewesen, des Laubhüttenfestes. Das ist keineswegs der Fall. Das war noch nicht einmal ein heiliger Tag. Es geht um den letzten großen Tag, wie er auch genannt wird. Der achte Tag, der höchste Tag. Ein heiliger Sabbat, der auch gehalten werden muss, heute noch. Er beschreibt eine Zeit, wenn allen Menschen
das Heil angeboten werden wird. Diese Zeitspanne, die wird auch in der Bibel das große weiße Throngericht genannt oder auch die zweite Auferstehung. Also darum geht es. Und jetzt sagte hier am letzten Tag des Festes, der der höchste war, da trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Dann wird es möglich sein, dass alle Menschen das Heil erlangen können. Heute beruft Gott nur wenige. Und das ist ein Grund dafür vorhanden, den wir noch sehen werden. Entweder heute noch oder in der nächsten Predigt. Denn Gott hat ja den Menschen nicht mehr erlaubt, nachdem er gesündigt hatte, vom Baum des Lebens zu essen. Wer an mich glaubt, Vers 38, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Schauen Sie genau das, was er der Frau am Brunnen sagte. Es wird in uns zu einer Quelle des Wassers werden, aber natürlich wird dann eine Quelle sprudeln und das Wasser wird herauskommen. Und so sagt er hier, wer an mich glaubt, nun es geht nicht nur um theoretischen Glauben. Die Teufel glauben auch, dass es Gott gibt. Die Teufel glauben auch, dass es Jesus Christus gibt und sie zittern. Die wollen nicht gehorchen. Was Christus hier sagt, ist, wer an mich glaubt in der richtigen Weise. Er sagt, ihr nennt mich Herr, Herr, warum tut ihr dann nicht, was ich euch sage? Also wer gehorsam ist im Glauben. Paulus spricht ja auch im Römerbrief von dem Glaubensgehorsam. Wer also in diesem Sinne an mich glaubt, den Heiligen Geist empfängt, der wird, wie die Schrift sagt, zu einer Quelle des lebendigen Wassers werden, von dessen Leib werden, wie er hier sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und um es ganz deutlich zu machen, dass er hier von dem Heiligen Geist spricht, da sagt er in Vers 39, das sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, aber gehorsam sein würden. Und schauen Sie, was jetzt gesagt wird, denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Andere übersetzen, den Geist gab es noch nicht. Der existierte noch nicht, so sagt es die Zürcher Bibel in der Anmerkung. Denn Christus war noch nicht verherrlicht. Diese Stelle sagt uns einiges. Sie sagt uns zunächst einmal, dass Christus ein Mensch war. Dass er noch nicht verherrlicht war. Er sagt später im Johannesevangelium 17. Kapitel, wenn er zu Gott spricht, verherrliche mich wieder, gib mir wieder die Herrlichkeit, die ich hatte, als ich bei dir war, bevor ich Mensch wurde. Als Christus Mensch war, da war er nicht verherrlicht. Und den Geist gab es noch nicht. Und die Rede ist hier von dem Heiligen Geist Jesu Christi. Natürlich gab es den Heiligen Geist Gottes des Vaters. Wir lesen ja, dass der Heilige Geist Gottes des Vaters in Christus ohne Maß, ohne Begrenzung lebte. Und zwar seit dem Zeitpunkt der Zeugung. Christus sagt, die Werke, die ich tue, die tue nicht ich, sondern der Vater, der in mir lebt, die tue ich. Es geht nicht um den Heiligen Geist Gottes des Vaters, es geht um den Heiligen Geist Jesu Christi, den er ja ausschütten würde in die Menschen, die an ihn glauben würden. Wenn wir heute bekehrte Christen sind, dann wohnt sowohl der Geist Gottes des Vaters als auch der Geist Jesu Christi in uns. Beide wohnen in uns durch den Heiligen Geist. Aber dazu war es zunächst einmal notwendig, dass Christus wieder verherrlicht werden würde. Er musste letztendlich ja auch die Strafe für unsere Sünden bezahlen, sodass wir Vergebung unserer Sünden erlangen konnten und könnten. Und so sagt er hier, den Heiligen Geist, den gab es noch nicht, den Geist Jesu Christi, denn er war noch nicht verherrlicht. Um den Heiligen Geist geben zu können, musste Christus zunächst einmal ein verherrlichtes Gottwesen werden. Denn nur ein verherrlichtes Gottwesen kann den Heiligen Geist ausschütten auf Menschen. Also hier wiederum, klar und deutlich, wird der Heilige Geist mit lebendigem Wasser verglichen. Und Gott ist eben die Quelle des lebendigen Wassers. Wir sehen den deutlichen Zusammenhang zwischen der Quelle des lebendigen Wassers und dem Baum des Lebens. Alles dies bezieht sich auf die Gabe des Heiligen Geistes. Wie ich sagte, Gott bietet heute nur wenigen den Heiligen Geist an. Aber der Tag wird kommen, wenn allen Menschen der Zugang zum Heiligen Geist, zum Baum des Lebens, zur Quelle des Lebens eröffnet sein wird, ermöglicht sein wird. Und das war von Anbeginn das Ziel Gottes, die Absicht Gottes. Deswegen erschuf er den Menschen. Deswegen
setzte er ihn in den Garten. Deswegen sagte er, ihr dürft von allen Bäumen essen, inklusive dem Baum des Lebens. Nur von dem anderen Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem sollt ihr nicht essen. Und wie wir sehen werden, aßen die Menschen nicht vom Baum des Lebens, zu keiner Zeit. Aber sie aßen vom Baum der Erkenntnis. Und das hat dann eine Wirkung gehabt, die heute noch Bedeutung hat für uns. Aber schauen wir uns Offenbarung Kapitel 22 an. Da wird nämlich deutlich gesagt, dass der Zeitpunkt kommen wird, wenn der Baum des Lebens wieder allen zugänglich sein wird. Wenn das Paradies wiederum auf Erden sein wird, wie es im Anfang war. Und diesmal sogar noch in weitaus verherrlichterer Form. Denn der Anfang des Paradieses hier auf Erden, in 1. Mose 1 und 2, sollte ja nur der Anfang sein einer Entwicklung, die die ganze Erde umfassen würde, nicht nur den begrenzten Garten. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 22 und Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen. Nun, beide werden hier personifiziert. Schauen Sie, der Geist ist keine Person. Der Geist ist die Kraft, die von Gott, dem Vater und Jesus Christus ausgehen. Und die Braut ist auch keine Person. Die Braut ist eine symbolische Zusammenfassung für die Kirche. Aber die werden hier beide personifiziert und die sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Schauen Sie, wir werden Anteil haben an der Mission, allen Menschen das Heil nahe zu bringen. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst. Wir lesen auch in Kapitel 21 und in Vers 6. Offenbarung 21 und Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Es bezieht sich auf den Zeitpunkt, nicht nur, wenn Christus zurückgekommen ist auf diese Erde, und nicht nur auf das Millennium, sondern wenn die Menschen auferweckt werden in der zweiten Auferstehung und wenn ihnen dann das Heil angeboten wird. Und dann heißt es hier, und wen dann dürstet, der komme zu mir und nehme das Wasser umsonst. Schauen Sie, Sie können sich das Geschenk Gottes nicht erkaufen. In Jesaja Kapitel 12, es ist interessant, dass Christus alles dies aus dem Alten Testament zitiert. Denn diese Stellen, die befinden sich bereits schon im Alten Testament, zeigen uns deutlich, dass das alles die Absicht Gottes war von vornherein, dass dies für den Menschen geschehen würde. In Jesaja Kapitel 12 und Vers 3, da lesen wir, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Schauen Sie, das wird möglich sein. In Offenbarung Kapitel 22 lesen wir allerdings noch etwas anderes. Wie ich vorhin schon sagte, es geht nicht nur um den Glauben, den theoretischen Glauben. Die Idee, dass man sagen kann, ja, ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Und dann ist man bereits schon gerettet, dann ist man bereits schon erlöst, dann ist man bereits schon mehr oder weniger verwandelt, wiedergeboren, wie einige das fälschlich sagen, denn Wiedergeburt existiert auch noch nicht. Die kommt erst dann, wenn wir in der Tat zu Geistwesen verwandelt werden. Heute sind wir wieder gezeugt, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Aber es geht nicht nur um diesen theoretischen Glauben, denn schauen Sie sich an, was hier in Offenbarung Kapitel 22 gesagt wird, in Vers 18. Nachdem er gesagt hat, alle die dürsten, die kommen zu mir und erhalten das Wasser des Lebens umsonst. Da sagt er aber hier in Vers 18, ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buche geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches der Weissagung, schauen Sie, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buche geschrieben steht.
wenn wir etwas von den Geboten Gottes wegnehmen. Und Gott erwähnt hier deutlich die Gebote im Buch der Offenbarung. Er sagt ja, dass diejenigen, die nicht so leben, wie sie leben sollten, die werden in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Und Lüge wird erwähnt. Und andere Übertretungen der 10 Gebote werden erwähnt. Und Jakobus sagt uns, wenn wir eins der 10 Gebote übertreten, übertreten wir sie alle. Nein, die werden nicht in der Lage sein, zu einer Quelle des lebendigen Wassers zu werden. Die werden nicht in der Lage sein, vom Baum des Lebens zu essen. Und so sehen wir hier also deutlich, dass wir nur dann Anteil haben können am Baum des Lebens, wenn wir zunächst einmal willens sind, Gott zu gehorchen. Denn Gott sagt uns ja auch, dass er uns den Heiligen Geist nur dann gibt, wenn wir uns bereits als gehorsame zukünftige Kinder erweisen. Und wenn wir natürlich dann mit dem Heiligen Geist weiter willens sind, ihm zu gehorchen, nicht zu sündigen. Und wenn wir sündigen, wiederum das Opfer Jesu Christi in Anspruch nehmen können, bereuen können und Vergebung unserer Sünden bitten können. Und Gott sagt, dass er uns vergeben wird und er wird uns reinigen von aller Sünde letztendlich. Und so haben wir heute uns mit dem Baum des Lebens befasst. Dem Baum, von dem Adam und Eva hätten essen sollen, aber es nicht getan haben. In der nächsten Predigt werden wir uns dann eingehend mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen befassen. Und wir werden sehen, wie es dazu kam, dass beide von diesem Baum aßen, obwohl Gott ihnen gesagt hatte, nicht davon zu essen, wer der Urheber war, warum er es tat, warum Adam und Eva diesem Urheber folgten und warum die Menschheit auch heute noch nach wie vor unter der Gewalt und in der Gewalt dieses Urhebers der menschlichen Sünde sich befinden. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihren Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.